So, was ist denn hier schon wieder? Warte mal. Also uns ein bisschen ins Bild rücken. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, da sind wir wieder. Die weißt Versaute. Du denn überhaupt, was wir machen heute? Nein, ich habe nur dieses riesengroße Monster-Ding da gesehen und davor habe ich ein bisschen Angst. Ja. Wir machen Suppen. Was ist jetzt das Geräusch des Abends? Klingt der nicht an? Leute, ich kann es auch ein bisschen höher machen. Das ist wie so eine Alien-Waffe. Warum hast du denn Doom gekauft? Ist das geil? Ich habe da auch schon so hart drüber gelacht. Ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da gemacht haben. Aber wo kriegt man geschälten Knoblauch her? Hier ist ja wichtig, dass sich die Welt insgesamt weiterentwickelt. Und der wird natürlich von kleinen Kindern in Bangladesch wird er geschält. Ach so, ich dachte, die essen den und dann kacken die den aus und dann ist er geschält. Nein, so wie bei diesen kleinen... Den habe ich auch. Daraus machen wir gleich die Suppe. Ja? Also, Vorwarnung, es wird laut. Ich habe schon immer gefragt, warum man 15 Küchengeräte braucht. Aber wenn man natürlich immer nur eine Sache in einem macht. Ja, ich schmeiß die dann auch weg. Dann, ne? Achso. Gibt es so ein Messerset gratis. Also, aber nur noch, wir sind nur noch 5 Messersets da. Ruft jetzt an. Ja, ruft jetzt an. 017. Warte mal, Stefans Nummer. 01. Oh, scheiße, ich habe vergessen die Aufnahme. Nein, 19 Minuten. Ich habe jetzt noch 19 Minuten. Unser Gebrabbel, ey. Ja, na. Jetzt ein bisschen doof, dass du das hier so vollgesaut hast. Ich fotografiere deinen. Mhm. Deiner sieht schöner aus. Das Rezept gibt es nach dem Stream in der Mediathek und im Podcast. Und auf der speziellen Stefan Reichert Kocht-Seite. Ja, meine OnlyFans-Seite. Ich habe das gelernt letzte Woche. Ich möchte nicht hören, was du gelernt hast. Dass OnlyFans gar nicht nur für Erotik ist, sondern dass OnlyFans eben auch für Leute wie dich und mich ist. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist eine Saucière. Das ist doch keine Pfanne. Das ist eine Pfanne. Oh Mann, da kann ich ein Ei drin machen. Nein, da kannst du kein Ei drin machen. Du machst da ein Ei drin. Wieso kann ich da kein Ei drin machen? Dann komm ich vorbei und baue eure Küche zu Hause ab. Das wäre ganz gut. Wir brauchen nämlich eine neue. das ist nur deine Fleischpfanne. Ja. Okay. Die nimmst du nur für Fleisch? Die nehme ich nur für Fleisch. Aber ist auch nichts gut. Anderes? Nein, Fleisch. Ist doch super. Und das machst du dann richtig heiß oder was? Nee, ich mache das Fleisch eigentlich immer so bei 30 Grad. Wie nimmst du jetzt einen Pinsel dafür? Genau, man nimmt einen Pinsel, verteilt das hier so. Warum mit einem Pinsel? Weil man mit einem Pinsel Sachen gut verteilen kann. Das ist italienisches Mehl. Ach so. Ja, das ist einfach anders gekörnt. Sehr fein. Ja, so. Ich glaube, ich mache vielleicht doch noch eine Flasche Rotwein auf. Ich habe es probiert, aber es ist ein bisschen trocken. Hast du irgendwo Wasser? Nein, ich habe gar kein Wasser im Haus. Ich habe Schmelzwasser aus den Schweizer Gletschern. Ja, das hab ich mir gedacht. Von welchem Teil eines Tieres ist das eigentlich? Von dem Fleischteil. Ja, aber was? Mir ist ja wichtig, dass hier für das Kochevent, auch keine Tiere leiden müssen. Und deswegen wird das unter Betäubung ausgeschnitten. Das heißt, wir sind gleich satt und dann holen wir dieses Riesenmonstrum von Steak raus und gucken das an. Das gebe ich dann Martin. Oh, die wird sich freuen. Nee, Martin ist bekennende Arachnoide, wenn man kein Fleisch isst, außer Spinnen. Pilze sind kein Gemüse. Was sind die denn? Pilze sind Pilze. Pilze sind kein Gemüse, da hat sie schon recht. Aber wieso? Was sind die denn? Pilze dann? Sind keine Freunde. Keine Freunde. Bitte sind nicht meine Freunde, nur die Möhre ich meine Freundin. Pilze pflanzen sich nicht fort. Heißt ja nicht pflanzen. Nee. Die pilzen sich fort. Genau. Hast du immer Angst beim Aufschneiden, dass es nichts geworden ist? Ja, schon. Ne? Und dann muss. Aber dann, was machst du dann? Ich breche dann meistens den Stream ab. Das ist schon sehr lecker. So, tschüss alle zusammen. Geht oder ja. Wie wir sagen, Osha Kalin. Ne? Tschüss. So, wir sind noch zu hören. Müssen wir noch benehmen. Ich benehme mich die ganze Zeit. Nee, aber eben warst du so unflätig. Wie? Ich war überhaupt nicht unflätig. Ja, warst du schon ein bisschen so sexual. Was? Ich war überhaupt. Du hast hier mit irgendwelchen Masken angefangen. Nee, du. Nee, das ist wirklich. Man kann dich für schick nicht mitnehmen.